In der Notaufnahme erwartet Assistenzarzt Frederik Seehauser eine Schülerin, die sich aus ungeklärten Gründen in einem Stacheldraht verfangen hatte. Ihre Mutter ist auf dem Weg in die Klinik. Wir müssen sie freischneiden, war mit Kreislauf ein bisschen abgerutscht wegen Dormicum. Ja. Haben wir dann jetzt Infusion gegeben, die ist jetzt einigermaßen stabil. Der Blutdruck ist etwas niedrig, der Puls etwas hoch, aber Sauerstoff, genau, die ist so, Kreislauf jetzt einigermaßen stabil. Und irgendwelche persönlichen Sachen, Name? Wir wissen, dass sie Felina heißt, das hat sie uns noch verraten. Stacheldraht konntet ihr so weit entfernen, bis auf die Sachen, die sich da wahrscheinlich festgebissen hatten, ne? Genau, die Daten konnten wir der Polizei schon mitgeben. Ich denke, die werden die Mama verständigen und die kommt gleich an. Bei der Übergabe mit der Notärztin stellte sich heraus, dass die Patientin sich in einem Stacheldraht verfangen hatte und so aufgefunden worden ist und dann zum Schutze selbst sediert worden ist, um die Schmerzen erträglicher zu machen. Die Notärztin berichtete mir, dass sie in der Nähe eines Waldweges aufgefunden wurde. Wie es zu diesem Sturz kam oder warum sich dieses Mädchen an dem Waldweg aufhielt und warum sie auch alleine war, das war zu diesem Zeitpunkt für mich unersichtlich. Hallo. Sie sind die Mutter, ne? Das ist die Mutter. Wunderbar, Sie haben ja gerade schon ein bisschen aufgeklärt. Ein bisschen abwärts, nicht erschrecken. So, mein Name ist Seehauser, die Dame reagiert jetzt nicht so. Wir müssen uns ein bisschen anschauen, das sieht natürlich ziemlich martialisch aus. Die ist anscheinend im Stacheldraht hängen geblieben. Pack sie ans Monitoring, ne? Das ist super, ja, genau. Wir machen einmal ganz normal Standard. Infusion hängen auch noch hin, Vorsicht einmal. Wunderbar, danke. So, kann man uns jetzt zusammen mal kurz hier unten angucken. Also, ihr habt sie freigeschnitten? Wir haben sie ein bisschen freigeschnitten, die Schuhe haben wir noch gelassen, weil ich denke, das kann man am besten im OP machen. Ich weiß nicht, wie weit das reicht. Wir haben nur grobe Stücke abgeschnitten. Ja. Mhm. Wir wissen nicht, ob da jetzt noch was, also die andere Seite ist nicht verletzt, deswegen sind wir jetzt erstmal nur hier geblieben. Also das geht nach hinten. Wie gesagt, die Mädels war... Ist nur sie aufgefunden worden, meine Mutter sagte gerade, da war doch... Sie waren zu zweit unterwegs. Wir haben keine Information, dass die weitere Personen in der Nähe waren. Sie war mit ihrer jüngeren Schwester. Okay. Emma. Ja, wir waren ja gerade dabei, die Felina notfallmäßig zu versorgen. Und auf einmal höre ich, wo ist denn Emma? Ganz offensichtlich war da noch ein zweites Kind mit im Spiel. Und da wurde man natürlich erstmal panisch. Wir suchen auf jeden Fall. Definitiv war noch eine weitere Schwester, eine weitere Person daran beteiligt. Und ein Hund. Sie haben nur sie gefunden. Wir haben nur sie gefunden. Okay. Wie gesagt, die Passanten sind aufmerksam geworden, weil sie so geschrien hat. Mhm. Und da war keine weitere Meldung. Hätten wir das gewusst, natürlich hätten wir dann weiter noch geschaut. Da die Patientin nicht narkotisiert war, sondern nur sediert war durch die Notärztin, ist sie aufnahmefähig. Und gerade bei solchen Key- oder Signalwörtern wie den Namen, also zum Beispiel den Namen ihrer Schwester Emma, können Patienten aufhorchen und fördernde Hinweise geben. Felina, kannst du uns ein bisschen helfen? Geht darum, wir wundern uns gerade, wo deine Schwester ist. Wart ihr zusammen da? Emma. Ja, Emma ist der Name? Emma, ja. Ja, Emma ist der Name. Sie war mit dem Hund weg. Lass den Arm mal ganz kurz liegen, ja? Was? Wart ihr zusammen weg mit der Emma? Ich hätte sie niemals alleine gelassen. War in Gassi. Ja, ihr wart Gassi im Wald, ne? Ja. Und dann bist du in Stacheldraht gefallen oder was ist denn mit deinen Beinen passiert? Weiß ich nicht. Aber Emma ist irgendwo hochgeklettert und runtergefallen. Und dann wolltest du Hilfe holen oder was wolltest du machen? Ja. Wo ist die runtergefallen? Wo ist die hochgeklettert? Wo seid ihr gewesen? Wo seid ihr spazieren gewesen? Zwischen Station 3 und 4, der dortige Trimmlichplatzfahrt. Ah, ich kenne das. Da ist, ich kenne die Stelle. Da ist, genau. Da war früher Hochsitz, der ist jetzt unbenutzt, aber gut, machen wir so. Kurze Frage, sind Sie noch mit dem Kleinwagen da? Ich sage jetzt in der Zentrale Bescheid, dass wir losfahren. Wunderbar. Wir haben jetzt keine weitere Einsatz. Ich denke, dadurch, dass wir um die Ecke sind, dann können wir das sofort machen. Kümmere mich erst mal um die Metallentfernung. Wir schauen jetzt. Ja, als ich dann gehört habe, dass es noch ein zweites Kind gibt, was tatsächlich da an der Unfallstelle auch noch sein muss, stellt man sich natürlich sofort vor, wie man selber als Mutter sich fühlen würde. Und ja, ich konnte voll verstehen, dass die Mutter da einfach totale Angst hatte auf einmal. Die Angst um ihre Töchter ist nicht das Einzige. Sie macht sich auch Vorwürfe, weil ihre Kinder alleine mit dem Hund draußen waren. Trotzdem möchte die Tierarztassistentin genau wissen, wie es ihrer älteren Tochter geht. Ich sehe der Stacheldraht, rostigen Stacheldraht, gehen die Alarmglocken bei mir an. Wie sieht das aus mit Tetanus? Ist Ihre Tochter turnusmäßig geimpft? Ja, die haben beide Tetanus. Okay, 10 Jahre, wunderbar, passt, brauchen wir da auch nichts nachschießen. Ja. Ich würde sagen, haben wir ein kleines Eingriffsset hier, dann brauche ich noch ein Abdecktuch. Wunderbar. Ich denke mal, du willst noch spülen. Ja, genau. Ich mache das Ganze semi-steril, also ich werde jetzt keine sterilen Handschuhe mehr anziehen, weil die kommen von draußen, das ist obsolet jetzt. Noch ein bisschen Spülflüssigkeit. Wunderbar. Sie können gerne Ihre Tochter hier die Händchen halten.
Das Problem ist nur, ich werde jetzt den Draht hier entfernen. Das könnten noch kleinere Eingriffe sein. Das Problem bei einer Entfernung oder Metallentfernung wie dem Stacheldraht ist folgende, dass durch seine besondere Konstruktion und dieses Stacheldrahtgeflecht es vorkommen kann, dass wenn man diese entfernt, es zu weiteren und größeren Wunden kommt, indem man den Stacheldraht ausreißt. Man muss da die Eintrittsstelle nutzen und die zugleich als Austrittsstelle nutzen, um weitere traumatische Erlebnisse am Unterschenkel zu unterbinden. Um die Eintrittsstellen besser zu erkennen, spült Frederik Seehauser die Wunde. Danach beginnt er vorsichtig mit der Entfernung des Stacheldrahts. Währenddessen erinnert sich die 17-Jährige langsam wieder daran, was im Wald passiert ist. Der Bruno ist weggelaufen. Ja. Und Felina wollte ihn suchen und ist auf den Hochsitz geklettert. Und dann ist sie runtergefallen. War nicht mehr ansprechbar und dann wollte ich Hilfe holen und bin den Stacheldraht hängen geblieben. Oh Gott. Dein Handy? Was war das? Ich hatte keinen Empfang. Oh Gott, du hast richtig gemacht. Alles okay, Schatz. Und dann wir können oben schon mal desinfizieren. Ja. Und dann, wie bist du überhaupt gefunden worden? Weiß ich nicht. Ja, da warst du dann schon weggetreten. Die oberflächlichen Anteile des Stacheldrahtes konnte ich jetzt soweit gleich entfernen. Ich weiß nicht, was noch drin ist. Ne? Genau, deshalb würde ich. Mal ein Röntchen. Das wäre super, wenn wir einen Kontrollröntgen machen könnten. Ja. Reicht uns eine einfache, schnelle Aufnahme, dass wir die hier kurz dazwischen schieben könnten. Ja, das wäre super. Die Metallentfernung ging besser als gedacht. Die Drahtfragmente ließen sich leicht entfernen. Ich habe dann trotzdem zur Vorsorge noch mal ein einfaches Röntgenbild angeordnet, um einfach zu erkennen, ob sich gewisse Metallfragmente, also kleine Metallstückchen, immer noch im Unterschenkel befinden. Dies galt aber zur Reinkontrolle. Versuchen Sie sich ein bisschen zu beruhigen, ja? Telefon. Ich denke, mehr können wir gerade im Moment nicht tun. Also, von mir aus können wir sie gerne die Infusion draufpacken, abkabeln, ins Röntgen fahren. Ja. Dann können wir die Wunden nämlich auch zumachen. Das ist sehr stabil jetzt. Ich mach sie ab, ja? Das ist nett, danke. Ich geh weiter. Ihre Tochter wurde gefunden. Sie sind einfach auf dem Weg hier. Na, sehen Sie. Ja. Wir haben sich schon gemeldet. Weiß ich jetzt leider nicht. Da konnten wir mir keine Infos geben. Bruno? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß lediglich, dass ihre Tochter gefunden wurde und die jetzt auf dem direkten Weg hier hin sind. Ja. Ja. Also Sie können gerne mit vorne hingehen zur Radiologie. Wir werden Ihre Tochter jetzt einmal den rechten Unterschenkel einmal röntgen. Ja. Als wir dann von dem Pfleger Thomas die Entwarnung bekommen haben, dass das zweite Kind auch aufgefunden worden ist, waren wir natürlich erstmal alle total erleichtert im Team. Besonders die Mutter natürlich. Aber da wir überhaupt keine Informationen hatten, in welchem Zustand sich das Kind befand, musste man davon ausgehen, dass da auch noch was auf uns zukommt. Während die Patientin zum Röntgen gefahren wird, kommt ihre 12-jährige Schwester in der Notaufnahme an. Durch ihren Sturz von einem Hochsitz sind schwere Verletzungen zu befürchten. Das ist die Schwester der Patientin. Genau, liegen vorgefunden. Die ist tatsächlich, das ist ungefähr 12, 15 Meter Hochstuhl runtergefallen. Okay. Die kann Bein nicht bewegen, hat sehr starke Schmerzen gehabt, hat Schmerzmittel bekommen, hat aber das relativ gut verkraftet. Ist echt ein Tough. Die war orientiert, neurologisch erstmal nicht erbrochen, okay. Kopfschmerzen nicht. Also wie gesagt, die Schmerzen meistens hier. Und wir haben geschnitten, haben okay. keine offene Frakturen jetzt wie gesehen. Wir haben sie stabilisiert. Wir haben sie nicht abgeklopft, weil wir haben sie liegen direkt in der Matratze. Also wir müssen von dieser Höhe müssen wir generell von Verletzungen, möglicherweise Frakturen ausgehen. Also primär Verdacht auf Becken. Beckenfraktur muss man dann natürlich klären. Können wir sie auf der Vakuummatratze lassen? Wir heben sie mit der Vakuummatratze. Wer mehr liebt. Die Notärztin berichtete mir, dass sie durch das Hundegebell aufmerksam geworden sind. Man spricht ja immer wieder von des Menschen bester Freund. Der Hund war wohl in dieser Situation ein wahrer Lebensretter, denn die junge Emma lag wohl in Nähe dieses Hochstandes und der Hund machte auf ihren Unfallort aufmerksam und nur so konnte die Notärztin sie finden. Ich gucke jetzt auch mal gleich primär A-Problem Becken und Immobilisation des Beines. Genau. Die war liegend, die konnte von alleine aus eigener Kraft nicht aufstehen. Ne? Okay, Name der Patientin, kurz den selber sagen, ist sie ansprechbar? Ja, die ist ansprechbar, die hat außer Schmerzmitteln, die hat ein bisschen Dolantin bekommen, sonst Okay, super, können wir ja mitarbeiten. Genau. Andrea, könntest du im Röntgen bitte anrufen, dass wir ein Röntgen machen, ein Ganzkörperröntgen von der Patientin, sowie gegebenenfalls ein CT, wenn möglich, geht darum, Sturz. Ich möchte ein bisschen ausschließen, mir ist das zu heikel, die Höhe ist einfach zu hoch bei der jungen Patientin. Also wie gesagt, das Becken ist für mich ein Punkt, weil sie kann das Bein nicht bewegen. Ja. Zähne bewegen, die spürt ja alles, aber... Tut auch alle.
dir schwebst. Ja, ja. Ja, dann schon mal vielen Dank, okay, dass wir mal gleich wieder gefunden haben. Gut, ich gehe dann zu meinem Team. Ja. Nach der Übergabe mit der Notärztin galt meiner Sorge eher der hohen Fallhöhe, die die Patientin erlitten hatte. Hier könne es zu typischen Krankheitsbildern kommen, wie einem Schädel-Hirntraube oder Verletzungen der Wirbelsäule. Die Patientin selber klagte über starke Schmerzen an den unteren Extremitäten sowie an der Hüfte. Hier war, hat sich auf der rechten Seite auch ein wirklich starkes Hämatom abgebildet. An was kannst du dich denn so erinnern? Du bist runtergefallen? Ja. Okay. Und wie heißt du? Kannst du dich daran erinnern? Emma. Du warst mit deiner Schwester da, ne? Die Feline. Ja. Okay, ein Hund war auch noch mit dabei. Ja. Haben die im RTW schon Blut abgenommen? Ja, haben sie schon gemacht vorhin. Okay, was brauchen wir jetzt gerade? Jetzt erstmal, ich habe nur ein bisschen, also das Röntgen ist angemeldet, ne? Ja. Ich will noch kurz einen Sensoriktest machen, einen Drucktest machen. Mir geht es ein bisschen primär um das Becken. Ich will jetzt noch einen Sono machen, wenn du das Ultraschallgerät noch anschalten könntest. Ja, bitte. Also nicht erschrecken. Man sieht natürlich jetzt auch schon ein starkes Hämatom hier bei ihrer Tochter auf der Seite. Ein Hämatom ist nicht anders als ein blauer Fleck, ja. Ich drück dir mal ein bisschen hier am Becken rum, ne? Ja. Wenn ich das jetzt so komprimiere, tut das sehr doll weh, ja? Die Patientin war ein wirklich toughes Mädchen, war auch ansprechbar während der ganzen Untersuchung. Nachdem ich einen Drucktest durchgeführt habe an zwei Knochenpunkten, habe ich diesen komprimiert, um zu gucken, wie instabil das Becken an sich ist. Dieser Test war negativ. Die Ultraschalluntersuchung habe ich durchgeführt, dahingehend, um sicher zu gehen, haben wir irgendwelche Blutungen im Beckenbereich bzw. im Unterbeckenbereich. Hier kann es, wenn es zu Frakturen gekommen ist, zu starken Blutungen kommen, da dort sehr viele sensible Gefäße verlaufen. Ist das gebrochen? Das können wir mit dem Ultraschallgerät so nicht sehen, aber wir sehen keine Einblutungen oder größere Raumforderungen, die auf eine Einblutung schildern würden. Das würde ich auch dann jetzt auch so belassen und relativ schnell rüber ins Röntgen. Ich würde noch ganz gerne einen Sensibilisationstest machen. Schauen wir mal, kannst du deine Beine gegen die Decke heben so ein bisschen? Geht das? Schmerz. Ja, Schmerz, ne? Kann ich mir vorstellen. Also ohne weiteres bildgebendes Verfahren traue ich mich dann jetzt weiter keine Diagnose zu machen. Auch bei der Sturzhöhe, das ist mir zu heikel. Sie kann auch rüber. Wunderbar. Würde ich sagen, direkt... dann kabel ich sie eben kurz ab. Wunderbar. Sie können auch wieder mitgehen mit Ihrer Tochter. Da die Schülerin aus über 10 Metern abgestürzt ist, besteht die Gefahr, dass ihre Rückenwirbel gebrochen sind oder sie ein Schädel-Hirntrauma erlitten hat. Sobald Frederik Seehauser die Ergebnisse von CT und Ganzkörperröntgen hat, besucht er Mutter und Tochter auf Station. Also es ist nichts gebrochen, ja. Aber so eine Beckenprellung, die tut häufig auch mehr weh als ein Bruch eigentlich. Das versuchen wir jetzt aber zu verhindern. Sie hat einen kleinen Schmerzbolus drin in ihrer Infusion. Tut natürlich höllisch weh, ja. Wir werden auch noch ein paar Tage hier bleiben. Bei ihrer anderen Tochter, die ist gerade auf der Dermatologie, die habe ich dorthin geschickt. Da geht es darum, die Kollegen sollen mal schauen, welche Möglichkeiten man jetzt direkt in der Erstwundheilung, in der Primärwundheilung hat, dass es schöne Narbenränder gibt. Denn dieser Stacheldraht, der verursacht solche Ausreißungen. Ja. Die computertomografischen Aufnahmen sowie das Röntgenbild, was wir explizit noch mal vom Becken aufgenommen haben, waren beide negativ. Hier muss die Emma einen wirklichen Schutzengel gehabt haben, denn aus einer solchen Fallhöhe keine Folgen bzw. fatalen Folgen wie Brüche von sich zu tragen, ist sehr, sehr selten und da hat sie sehr, sehr viel Glück gehabt. Also die einzige positive Nachricht, die ich euch beiden geben kann, den beiden Mädchen, ist, dass ihr erstmal schulfrei habt jetzt die nächsten Wochen. Das ist doch schon mal was. Also keine Hausaufgaben. Ansonsten wünsche ich euch natürlich gute Besserung und ich werde auf jeden Fall noch mal in 2 bis 3 Tagen zur Entlassung vorbeischauen. Und sie können natürlich jederzeit hier bleiben, also auf der Pädiatriestation. Nein, wir jetzt nicht, ja. Also nein. Die Schwester sagte auch schon. Davon ist nicht auszugehen. Der älteren Schwester, Felina, konnten wir leider nicht so viel schulfrei geben wie der jüngeren Schwester. Die wird etwas länger bei uns bleiben, denn die Beckenprellung ist sehr stark und sehr schmerzhaft und die Pflege und die Kontrolle hier in unserem Haus ist einfach besser als im heimischen Umfeld und somit wird sie etwas länger da bleiben. Felina können wir schon wahrscheinlich übermorgen wieder entlassen. Nichtsdestotrotz bleibt eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Wir müssen wieder runter. Ich danke Ihnen vielmals. Ja. Vielen lieben Dank. Nicht dafür. Wirklich. Also Felina und Emma, ich wünsche euch beiden gute Besserung. Die Wunden am Unterschenkel der 17-jährigen Schülerin sind ohne Komplikationen verheilt und sie konnte wirklich nach 2 Tagen die Klinik wieder verlassen. Die Beckenprellung ihrer jüngeren Schwester heilte auch vollständig aus und sie durfte eine Woche später nach Hause.